Mahlzeit. Mein lieber Schwan, war das gestern Auftritt unserer Mannschaft. Diese Leichtigkeit, diese Brillanz, diese Disziplin, ohne Worte. Deshalb sind wir heute ins Campo Proinsdorfer aufgebrochen, dem Trainingscamp der Kieler Drittligastörche. Die haben heute ihren Trainingsauftakt und wir sind verabredet mit Tim Sidusitschlag, Flügelspieler und Publikumsliebling bei der KSV Holstein. Hi Sido, ich würde dir ungern beim Schuhe kotzen. Ah, das war eine Lieblingsbeschäftigung. Naja. Was war denn gestern für dich das Beste? Wer oder was war das Beste bei der deutschen Mannschaft? Oh, ich fand, alle waren ja zusammen ganz gut. Ne? Also war ja auch überraschend, dass wir so auftreten, dominant und sowas. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich soll dich von deinem Trainer Kalle Neitzel fragen, ob du den Schuh einzig der USA, ob du den noch zu Hause auf der Couch gesehen hast oder ob du schon auf der Piste warst. Gestern konnte ich ja leider nicht auf die Piste, aber ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Ich wollte eigentlich im Bayern-Zelt gucken, das hat er schon auch auf der Kieler Woche, aber habe ich mich doch für die ruhigere Variante entschieden. Einfach beim Kollegen Philipp Reinhold zum Thema. Ja. Haben wir gegrillt und dann haben wir es da geguckt. Gemütlich. Ja. Das wird der Trainer bestimmt gern. Jetzt nochmal eine persönliche Frage. Als Marco Reus sich verletzt hatte, da hattest du ja, wie ich gehört habe, dich eigentlich auf dem Anruf vom Juri gespitzt. Der ist ja nicht erfolgt. Ist der Frost jetzt langsam verarbeitet? Ja, ich weiß nicht. Der hätte ja auch gut gepasst. Er hätte auch meine Rückennummer. Hätte er gleich eigentlich weitergeben können. Ein paar Buchstaben hinten ändern und dann wäre ich bereit gewesen. Bin doch ziemlich enttäuscht. Okay, kann ich nachvollziehen. Heute spielt die Gruppe H. Da ist Belgien, Algerien, Russland und Südkorea. Da wird der Achtelfinalgegner, der mögliche Achtelfinalgegner der Deutschen ermittelt. Welche Mannschaft würdest du denn am stärksten einschätzen in der Gruppe H? Ja, war das jetzt Belgien, glaube ich, die sind ziemlich gut drauf. Da habe ich auch den Kompanier in die K1-Elf gewählt. Weiß ich nicht, wer war das noch? Russland? Oder Russland, ja. Ja, dann würde ich die, glaube ich, am Platz 2, aber das kriegen wir hin. Alles klar. Schönen Dank, Sido. Ja. Und schönen Trainingsauftakt und eine gute Drittligasaison. Dankeschön. Also, auf ein neues am Sonnabend gegen Ghana. Wir sehen uns aber schon morgen um 15 Uhr. Und denkt dran, immer schön tranquilo bleiben.